Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video von mir. Ich spiele heute mit euch Rodina. Rodina hat sich ganz klamm und heimlich bei Steam veröffentlicht heute, also gestern Abend oder Nacht, ich habe es nicht mitbekommen. Ein Early Access Titel und zwar im Weltraum. Wir können hier rumlaufen, rumfliegen, verschiedene Sterne besuchen und das alles in ja ein bisschen pixeliger Grafik, aber auch schöner Grafik. Wem es gefällt, also mir auf jeden Fall, der soll sich jetzt auf jeden Fall mal ansehen. Auf jeden Fall nicht wegschalten jetzt. Nein, Quatsch, ihr könnt euch das ja angucken. Und ich werde mich dann auf die Reise begeben mit euch jetzt durch das Universum hier. Das ist nämlich gar nicht so klein. Es gibt hier ungefähr 45.000 Asteroiden, 4 große Planeten zu besuchen und noch ein paar größere Asteroiden. Und es gibt Sachen zu entdecken. Ich will nicht ganz lange quatschen. Ich könnte Lord Game machen. Ich habe ein bisschen schon gespielt. Denn ich habe gerade eine ganze Aufnahme gemacht und mein Mikrofon hat nicht eine Silbe aufgenommen. Und das sieht natürlich ziemlich komisch aus dann. Macht aber nichts. Ich gehe auf Start Game. Werde das normale Spiel wählen. Und bin direkt auf diesen kackfarbenen Planeten. Okay. Ja, das Spiel fängt sofort an. Wir müssen uns erstmal einen Namen auswählen, denke ich mal. US Serial Number, ja, das ist jetzt einfach nur so eine Art Tutorial oder Intro, besser gesagt. Ihr seht das? Passiert irgendwas? Your name. Your name? Was, Sarah? Stimmt doch gar nicht. Heiße ich Sarah. Ich heiße auch eigentlich nicht 321 Spiele. Ich heiße eigentlich Tim, wer es noch nicht weiß. Und ja, 321 Spiele. Mein Name ist Rissen Spiele. Okay, wir heißen jetzt 321 Spiele, weil es einfach passt. Und ja, wir befinden uns jetzt auf diesen... Was ist denn das? Ist es ein Planet? Ist das ein Asteroid? Ich weiß nicht. Also er ist verdammt groß. Ein Asteroid wird das nicht sein. Eigentlich wird es ein Planet sein. Wir können verdammt hoch springen. Wenig Schwerkraft, logisch. Und bevor ich jetzt viel quatsche... Gehen wir einfach mal direkt Richtung diesen Leuchtpunkt, denn da verbirgt sich unser interstellares Raumschiff. Nein, wir haben hier, wie gesagt, das ganze Universum für uns, nicht alleine. Ich habe auch schon einen Gegner getroffen, der war ziemlich dumm, der hat mich nicht wirklich getroffen, aber ich habe das mit der Steuerung auch noch nicht ganz so raus, wie man hier was hin und her schaltet, vor allen Dingen die Waffenanlage, aber das werde ich in dieser Folge besser hinkriegen, weil die erste Folge, die ich aufgenommen habe, die war für den Arsch, wie gesagt, kein Ton. Das ist auch egal, ich bin auch viel zu viel rumgerannt. Jetzt wird es ein bisschen genauer. Ist ja ein ganzer Vorteil, wenn man eine Folge versaut, dann hat man wenigstens ein bisschen Ahnung vom Spiel. Da steht schon unser Schiff, ihr habt es vielleicht schon gesehen. Wir haben auch eine Taschenlampe dabei, die können wir mit G aktivieren. Und hier gibt es jetzt nicht wirklich viel zu entdecken. So, ich gehe einmal ganz kurz um unser Schiff rum. Es sieht nicht wirklich schön aus, aber das Ganze befindet sich noch in der Early Access Phase 1.1.1. Und ich denke mal, dass das Modell des Schiffs wird sich... noch verschönern. Das habe ich noch nicht gehabt, diesen Bug. Aha. Da sind wir bestimmt im Berg verschwunden oder so. Hier sehen wir eine Milchstraße. Ich glaube, das ist eine Milchstraße, eine Sonne. Und ich werde es einfach jetzt spielen. Ihr werdet sehen, wie viel es hier zu entdecken gibt. Ich stehe eigentlich auf solche Spiele. Deswegen habe ich mir sofort besorgt. 15 Euro bei Steam. Mach die Liftschleuse auf. Aktiviere das Airlock. Achso, hier können wir den mal separat aufeinander öffnen. Also... kompliziert ist das Spiel nicht, aber so richtig geschnallt habe ich es noch nicht. So, wir befinden uns in unserem Raumschiff, das sieht wesentlich schöner aus als der Planet, keine Frage. Hier hängt noch ein Feuerlöscher, den können wir direkt nehmen und alles voll machen, denn ich habe auf dem Screenshot von den Entwicklern schon gesehen, dass da das Raumschiff mal gebrannt hat, da muss man das auch löschen. Ich denke mal, nach meinen Flugkünsten, die ersten, die ihr gleich sehen werdet, wird das sehr schnell vorkommen. Es gibt auf dem ganzen Schiff überall verschiedene Gerätschaften, wie zum Beispiel Fässer. Die können wir auch sammeln. Ordentlich Stauraum, den kann ich nicht öffnen. Der ist auch geschlossen. Und ja, hier haben wir zum Beispiel Create. Das lässt auch hoffen, dass es hier Sachen gibt zum Basteln. Und einen Operation Computer, wie zum Beispiel unsere Waffensysteme. Und das wiederholt sich eigentlich in den Räumen. Wir haben wirklich schöne Räume, ein paar. Es sieht einfach verdammt nach Raumschiff aus. So, ab durch die Luftschleusen. Ich muss immer Taste F drücken zum Öffnen. Und bewege mich einfach mal so durchs Schiff. Das war so der Arbeitsbereich des Raumschiffes. Ich gehe nochmal kurz von außen raus. So, das ist so ein Arbeitsbereich. Da gibt es so einige Räumchen. Hier ist so eine Art Wohnbereich. Hier geht es auch zum... Hier geht es zum... zur Brücke. Da können wir unser Raumschiff steuern und starten und alles Mögliche machen. Ein Schlafbereich gibt es auch. Hier haben wir ein Bettchen. Und ja, ganz wichtig, wir können nicht einfach irgendwo hinkacken. Hier ist ein Klo. Wir haben eine Dusche, wo wir nicht rein können. Also werden wir dementsprechend in Folge 5, 6, 7 ganz schön stinken.
Aber ist alles nicht benutzbar. Hier ist noch ein Bett für Gäste, wenn ich einen von euch einlade. Ne? Dürft ihr auf meinem Raumschiff natürlich residieren. Hier ist ein Büro. Und ich gehe jetzt einfach mal nochmal nach hinten. Oh, hier ist gar nichts. Hier haben wir noch einen extra Bereich. Zum Beispiel Batterien. Ich weiß nicht, ob wir das aufmöbeln können. Vielleicht in späteren Versionen oder vielleicht auch jetzt schon. Ein Generator. Hier haben wir nochmal einen Operation Computer für unsere Waffensysteme und, und. Wir müssen hier noch einiges freispielen. Hier haben wir noch ein ganz interessantes Gerät. Ein Antrieb. Der Liminal Drive. Wer sich damit auskennt, der kann es mir mal gerne sagen, was es bedeutet. Und ich gehe einfach mal in die Sackgasse. Nicht so viel Gequatsche, denn das der Weltraum ist wesentlich interessanter. Okay, interessanter nicht. Das Raumschiff ist schon geil aufgebaut, finde ich. Ab auf die Brücke. Auf der Brücke finden wir wieder Operation Computer ohne Ende. Hier haben wir eine ganz wichtige Informationsquelle, Pilot Wave Radio. Hier kriegen wir Informationen, wie zum Beispiel Nachrichten. Ihr könnt euch die ja durchlesen, wenn ihr Pause drückt. Was ist das für Nachrichten? Ist das nicht? You need to find the description keys before opening the display. Ja, okay, wir müssen erst einen Key finden. Die Nachricht ist weg. Wenn wir eine bekommen, dann geht dieses Licht da wieder hoch. Dann haben wir hier noch in der Brücke was Wichtiges, ein Scanner. Wir haben noch nichts entdeckt, heißt also, wir können hier noch nirgendwo hinreisen, wirklich. Und das Allerwichtigste, die Pilotenstation, unser Cockpit, raufgesetzt. Und ja, dann können wir jetzt fliegen. Ihr seht schon, das wackelt schon ein bisschen. Mit der Leertaste heben wir mal ab. Und das sagt uns jetzt das Spiel auch. Wir müssen ganz vorsichtig fliegen, das ist super, super empfindlich, das Flugzeug. Ihr seht das schon. Mit W können wir uns vorwärts bewegen. Ah. So, und das alles ist gerade die eine spezielle Geschwindigkeit. Mit rechter Maustaste und W reisen wir in schneller, also im Combat Speed. Mache ich noch einen, was aber nur im Orbit geht, glaube ich. Reisen wir dann in, ja, in Reisegeschwindigkeit, was wesentlich schneller ist. So. Ich fliege einfach mal, also die Steuerung ist ganz, ganz weich, also muss echt aufpassen, ihr seht das schon. Ihr seht auch schon, wie krass wir uns vom Planeten entfernen können. Ich mache das einfach mal, damit es nicht so lange dauert in dem Video. Wow, nicht, dass euch schwindelig wird, mir wird nämlich gerade schwindelig. Wir können den Planeten verlassen ohne Ladezeiten. Wir können andere Planeten, Asteroiden und Möglichkeiten auch alles jetzt bereisen, ohne einmal, dass das Bild ruckelt oder ladet. Und das ist ziemlich geil, das ist das erste Mal, dass ich in dem Spiel sowas erlebe. Aber ich gehe mal runter. Wir können natürlich auch nach unten fliegen. Und der Planet wird einfach immer kleiner und die anderen werden immer größer. Ist also ziemlich cool, aber es ist alles ziemlich weit weg. So, das ist der Punkt, den wir jetzt bereisen müssen. Das gibt uns das Spiel gerade vor. Ah. Denn wir müssen tatsächlich ein bisschen reisen, damit wir andere Dinge überhaupt machen können. Und das alles wirklich zu finden. Das Schiff muss ja, klar, ich habe einen falschen Knopf gedrückt. Wow. Nein, nein, nein. Oh, wir verlieren Energie. Ihr seht das. Jetzt seht ihr mal die Steuerung. Von so einem Trottel wie mich. Ich drücke mal G für Licht. So, jetzt mal ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, 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 oh. So. Wir reisen am besten jetzt nicht in Combat Speed rum. So, Docking Speed. Heißt also, wir bewegen uns langsamer. Oh Gott. Ich muss jetzt mal ganz kurz Geduld haben. Wir verhaken uns gerade. Das Raumschiff hat Gott sei Dank sehr, sehr... So, jetzt habe ich es geschafft. Spielt das selber, bevor er mich verurteilt. Es ist sehr, sehr schwer, wenn man das vor allem noch nicht einmal... Wenn man das so zwei, drei Mal erst gemacht hat. Ich werde besser, versprochen. Wir müssen da landen. So, jetzt aber. Jetzt aber mit Geduld. Wir können es auch ein bisschen drehen mit Q und E. Bewegen uns mal jetzt auf diese Stelle zu, die uns da vorgegeben wird vom Spiel. Um sozusagen... Mission zu spielen. So, jetzt müssen wir einfach ein bisschen warten. So, wir sind gelandet. Wir dürfen mit Tab jetzt wieder in unserem Schiff rumrennen. Wir haben immer einen Raum am Zug an. Das, also dementsprechend kein Problem. Wir können einfach rein und raus gehen, wie wir Lust haben. Kein Sauerstoff. Und ein wunderbarer Soundtrack im Hintergrund. Boah, ich habe schon 10 Minuten voll gespielt. Das Spiel macht mir echt Spaß. Kein Scheiß. Also, so, Luftschleuse. Und wir sind direkt neben den wichtigsten Punkt gelandet. Der ist nämlich der, den wir sammeln sollen. Ah. Ich fall runter. G. Licht. Data Stick.
Entschuldigung, Child First ABCs. Also so wie wir reisen sollen. Das ist natürlich interessant. Ihr könnt euch das ja durchlesen langsam. G ist für Gravity, F Force Deck, E Earth, O Erde. Es gibt auf jeden Fall ein ABC zum Reisen. Das ist aber nicht schlimm, das muss ich mir jetzt noch nicht durchlesen. Das können wir alles gemütlich auf dem Schiff lesen. Aber das mache ich natürlich nicht in einer Folge, weil das ja ziemlich langsam und langweilig ist. Cruise Engine Upgrade. Hier finden wir ein Upgrade. Und da steht es dann, no, you can't travel to other asteroids, also zu anderen Asteroiden. Und die sehen wir jetzt auch am Himmel markiert. Das sind jetzt die ganzen Punkte. Und wie gesagt, 45.000 Asteroiden, die wir insgesamt finden können. Die sind sehr winzig. Und da sind auch gegnerische Dinge drauf. Und hier haben wir noch empty Klamotten, leere Sachen. Ich nehme mal einfach alles mit. Uah. Und ab ins Schiff wieder. Ich glaube, hier liegt noch viel mehr, aber es ist alles leer. Ich hoffe, dass das nicht notwendig ist, dass wir es mitnehmen. Da unten hatten wir noch eine Kiste. Ja, drei Kisten. Wir lassen die liegen. Ich weiß noch gar nicht, wofür die gut sind und werde mich wahrscheinlich schwarz ärgern. So. Luftschleuse. Wieder ein bisschen pixelige Grafik. Macht aber nichts. Ich finde es sehr, sehr attraktiv, das Spiel. Muss ich einfach sagen. Und auf geht's zur Brücke. Die schließen sich wieder von alleine. Wie Star Trek hier. Und wir haben jetzt natürlich unser Scanner. Unser Scanner, der zeigt mir jetzt ja Asteroiden an. Also wir müssen auf irgendeinen Asteroid jetzt tatsächlich finden, dass wir auf größere Planeten oder dass uns die angezeigt werden. Denn selber finden tun wir die nicht. Dieses Universum, wo wir uns befinden, ist verdammt groß. Ich muss das einfach sagen, es ist verdammt groß. So, wir starten. Gen Himmel. Verlassen jetzt diesen braunen Planeten. Noch mal Licht an, damit es optisch besser aussieht. Und wir bewundern einfach die Entfernung, die wir einfach so schnell. So, Combat Speed. Wir müssen jetzt den Orbit verlassen, also wir müssen im Orbit kommen, nicht verlassen, um die Reisegeschwindigkeit zu aktivieren. Ich weiß nicht genau, in welcher Höhe die ist. Ich glaube, das wird uns rechts angezeigt. Wir haben auch Waffensysteme, ihr seht das. Das ist automatisch aktiviert. Ich kann tatsächlich Raketen aktivieren, aber ich lasse es mal lieber. Das ist vorhin ein bisschen schief gelaufen bei mir. Da haben wir eine Sonne. Warum bin ich schon im Orbit? Wir müssen die rechte Maustaste drücken, dann nochmal W. Und dann haben wir Cruising Speed. Und der ist verdammt schnell. Sonst kommen wir dann nie an, wo wir hinfliegen wollen. So. Ich bleib einmal stehen kurz. Und guck mir das mal an, wie wir uns entfernen von dem Planeten. Da seht ihr das. Weil wir im Weltraum braucht man ja nicht immer Gas geben. Man fliegt ja automatisch. Keine Ladezeiten. Wir können jetzt gleich da wieder hinfliegen und können darauf rumlaufen. Ich finde das affengeil. Darf man affengeil sagen? Ich glaube ja. Es war ein bisschen alt. So, rückwärts kann man genau viel Speed wie vorwärts. Sieht das nicht irre aus? Da könnt ihr mal die Dimension sehen, wie groß das Spiel ist. Da fliege ich irgendwo rückwärts vor. Aber im Weltraum eher unwahrscheinlich, oder? So, jetzt ist nur noch ein kleiner Punkt. Genau wie die anderen Punkte. Da waren wir gerade. Unglaublich. Ich liebe solche Spiele. Ich entdecke einfach unglaublich gerne. Wir haben jetzt auch kein Waffensystem. Wenn ich jetzt schieße, jetzt kann ich... Missiles 0. Wir haben keine Raketen. Okay, wenn wir jetzt Ärger kriegen von irgendeinem Wesen... Jetzt weiß ich auch, warum ich nicht schießen konnte. Ich weiß nicht warum, also da komme ich noch nicht hinter. Reisespeed und wir fliegen mal zu irgendeinem kleinen Punkt, was höchstwahrscheinlich ein kleiner Asteroid ist, der ja auch in unser Sonnensystem, genau, das ist es, so rumeiern. Wir fliegen einfach so rum. Oh. Wir können ja erst Asteroiden besuchen. Ich denke mal, wenn ich durch Zufall einen Planeten finde, dann kann ich natürlich auch da drauf. Boah, wir verlassen ihn hier langsam. Und wir wollen uns mal langsam nähern. Da ist er schon. Combat Speed. Wir sind jetzt langsamer. Das bremst sofort ab. Und da vorne seht ihr den schon schweben. Und auf jeden gibt es Möglichkeiten, was zu entdecken, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir können auch sogar drauf landen und laufen. Also das werde ich jetzt sowieso machen. Ich habe jetzt zufälligerweise den gewählt. Wer weiß, was uns hier erwartet. Boah. Combat Speed ist fast zu langsam, aber wir nähern uns ja ganz langsam. Ich
Geh doch nochmal auf True Speed. Und da ist was drauf. Und zwar etwas Gegnerisches. Ich glaube, auf jeden ist was Gegnerisches drauf. So ein roter Punkt, der kann nur ein Gegner sein, oder? Combat Speed. So, da können wir, in Combat Speed können wir auch wieder ballern. Ich denke mal, dass der Crew Speed so schnell ist, dass wir uns selber abschießen würden, weil wir die Projektile, die da rausfliegen, dann wahrscheinlich uns, wir würden die überholen und die würden uns selber treffen. Das wäre natürlich Blödsinn. So, aber die Geschwindigkeit ist auch nicht. Ihr seht, das sind riesen Unterschiede. Wir bewegen uns so langsam jetzt, ne? Combat Speed. Die nehme ich mir, dann mache ich halt mehr als 20 Minuten wieder. Das Spiel gefällt mir saugut. Da ist der Gegner. Der schießt schon auf uns. Aber auch wie ich ziemlich gestreut. Was mit Rockets? Missiles null schon. Das startet immer mal mit Raketen oder ohne. Finde ich super, dass es hier auch Kämpfe gibt. Ich hoffe, die Gegner sind nicht so overpowered. Konzentriere mich erstmal auf den Gegner als auf den Asteroiden und dann werde ich den erstmal seine Basis leer räumen. Den Sack. Oh, oh, oh. Das treffen uns beide. Er brennt. Und? Explodiert er auch? Ah, sieht ein bisschen pixelig aus. Sieht ein bisschen komisch aus auf jeden Fall, aber er ist auf jeden Fall defekt. Oh, Vorsicht. Jetzt haben wir den kleinen Punkt gesehen. Gerade den Asteroiden. Und ihr seht das jetzt schon. Er ist riesig. Er ist so groß wie der Planet fast. Das Ganze machen wir jetzt erstmal im Travel. Ne, im Landesgeschwindigkeit. Also Docking Speed. Und untersuchen schon mal diesen Asteroiden. Wer weiß, was uns hier so erwartet, was wir so finden. Und mit so einem Spiel kann ich echt Stunden verbringen. Kein Witz. Ich weiß nicht, jeder ist davon Fan, ist mir schon klar. Licht hatten wir die ganze Zeit an. Oh oh. Was für ein Batterieverbrauch. Wir schweben einfach mal so über die Oberfläche. Irgendwo war ja der Punkt. Und schießen einfach drauf. Online könnte ich mir ja ziemlich geil vorstellen. Aber ist ja noch eine ganz frühe Early Access. Ich bin guter Dinge in diesem Spiel. Also endlich mal wieder ein Spiel, wo ich so richtig Langzeitmotivation finde. Wo war denn seine Station jetzt? Das müssen wir erstmal finden. Vielleicht sollten wir den erstmal so weit verlassen, dass wir den von weiter sehen. Dass wir dann bessere Orientierung finden. Wir können ja machen, was wir wollen. Den Besitzer haben wir ja runtergeschossen. Ja. Ziemlich unattraktives Gerät. Ich muss gleich niesen. Ich merke das gerade. Ich kontrolliere das schon, aber dann... Ich bin bestimmt allergisch auf diesem Planeten. Das ist ja gar kein Planet. Entschuldigung. Da war ein Nieser. Gut, ich nehme schon fast 20 Minuten auf. Das Spiel ist sehr, sehr zeitintensiv. Und ein Let's Play davon, ich weiß nicht, das wird ein bisschen schwierig oder könnte auch ein bisschen langweilig werden oder dementsprechend auch spannend, ne? Da müssen wir einmal rum. Da, da ist was, da ist was. Wird uns was gekennzeichnet. Nein, nein. Scheiße. Aber was wird hier sein? Langsam. Wir haben keinen Schaden genommen. Ich habe das alles richtig gemacht. So. Da haben wir auf jeden Fall Tab. Wieder so eine Datastick gehabt. Ist jetzt ein bisschen geleckt, obwohl es nicht mal online ist. Wir schleppen die ganze Zeit den Feuerlöscher mit, müssen wir natürlich nicht. Aber wie gesagt, ich habe den Screenshot gesehen, dass das hier drin gebrannt hat. Aber der hängt ja immer wieder neu da. So, G für die Taschenlampe.
Und jetzt sind wir, laufen wir tatsächlich darauf rum, auf diesen einen von diesen ganz kleinen Punkten, die hier überall sind. Ich weiß gar nicht, wie der Entwickler das gemacht hat. Da haben wir denn was Neues da, was ich noch nie gesehen habe? Nö, die Küsten, die scheinen wohl sehr gut verkauft zu werden. Empty. Können wir wieder mitnehmen. Und hier haben wir Communication Description Key. Junge, der wird wahrscheinlich überall jetzt sein. This key will allow you read more of the encrypted communication of the FTL Radio. Das ist natürlich sehr praktisch, den brauchen wir natürlich auch. Hier haben wir noch eine Kiste. Ich nehme einfach mal mit, wer weiß, wofür wir die brauchen. Vielleicht können wir das Schiff ja verbessern oder erweitern. Dann mal den nächsten. Was haben wir hier? Oh. Datastick. Iris, Sons and Daughters. Tochter. Ihr könnt euch das durchlesen. Oder wir lassen das einfach erstmal im Inventar. Es sieht aus wie eine Geschichte, die erzählt wird. Add to Activates. Ne, Archives. Ich sollte vielleicht erst gucken, bevor ich lese. Dann geht es wieder im Raumschiff. Und dann gucken wir jetzt mal die Nachricht an. Vielleicht gibt es uns ja eine neue Möglichkeit. Bin ja sehr gut gelandet. Ich komme gar nicht mehr in mein Schiff rein. Ah, ah, warum springt der dann immer weg? So, auf Wiedersehen. Asteroid, ich bleib noch ein bisschen bei dir, ich lese erstmal noch. Gehen wir mal zu den Descript-Gerät. Das müsste eigentlich da der Raum sein. Langsam kenne ich mich in meinem Schiff genau aus. Oh, wir haben Post. Critical. Das müsste es gewinnen. Nee, das war die Nachricht. Oh Gott. Sieht aus wie so eine E-Mail mit Links drin. Welcome on board, SSA. Lastsystem, blablabla. Alert. Incoming Transmission. Vanguards. Ich weiß nicht, was ich jetzt ehrlich gesagt sagen soll. Das ist eine Kommunikation zwischen jemanden. Einmal Rodina und einmal Vanguard. Come in, Vanguard comes, please respond. Die antworten dann nicht mehr. Good luck. Das ist einfach ein bisschen die Geschichte vom Spiel. Und dann heißt es eigentlich nur löschen. Nein, Quatsch. Auf zu den nächsten Asteroiden und mehr entdecken. Dazu wieder einsteigen und Licht an und auf nach oben. Verlassen wir diesen. Ich habe eine Rakete verschossen. Wollte ich gar nicht. So, Raketen deaktivieren. Warum habe ich denn jetzt 4 Raketen? Naja, da müssen wir noch hintersteigen. Und dann sage ich einfach mal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Davon mache ich auf jeden Fall 1, 2, 3 mehr. Bis ich hier ein bisschen was entdeckt habe und sage danke fürs Zusehen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Bis dann.